Ah. Chapter 2, Worfen's Warrior. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Whispering Willows. Ja, wir sind jetzt in der Villa drin. Was können wir denn hier alles machen? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Oh, ein Aufzug. Oh, es ist nur ein kleines Mädel. Wortham ist mein bester Kumpel. Du wirst an mir nicht vorbeikommen. Er will deinesgleichen nicht sehen. Meine Frau ist eher gewillt, ihre Zeit mit kleinen Mädchen zu verschwenden. Okay. Nett ist er ja nicht gerade. Überall die Tapeten ab. Grammophon. Es gehört in ein Museum, ja. Hat sie nicht ganz unrecht? Kann man da durch? Ist das ein Fenster oder sowas? Ja, das ist tatsächlich nur so ein Balken. Okay. Ja, das heißt, hier können wir erstmal nichts machen. Hier kann ich auch nicht drücken, da komme ich nicht rum. Neuer Tagebucheintrag? Ich habe einen großen Mann namens Darby in der Villa getroffen. Er hat einen seltsamen Akzent, der wie irisch klingt, aber ich bin nicht sicher. Er wollte nicht lange mit mir reden, aber er hat jemanden namens Wortham erwähnt. Ich glaube, Wortham war der Mann, dem diese Villa gehörte. Wir haben von ihm in der Schule gehört. Er hat geholfen, unsere Stadt zu errichten. Ich weiß nicht, warum dieser Darby-Typ ihn erwähnt hat, aber er wollte mir nicht viel sagen. Er hat mich sogar angeschrien. Daher habe ich ihn in Ruhe gelassen. Ich weiß nicht, warum er so gemein zu einem kleinen Mädchen ist. Naja, also kleines Mädchen, ne? Was wird die sein? 16 oder so vielleicht? Oh. Ich habe mich heute Morgen mit dem Quantaku-Schamanen getroffen. Ein Mann namens Flying Hawk. Wir haben uns getroffen, um den Tauschhandel des Landes zu diskutieren. Aber unser Gespräch hat sich gewendet. Er sagte mir, dass dieses Gebiet voll von spiritueller Macht sei, dass der Schleier zwischen diesem und dem nächsten Leben dünner als woanders sei. Wir haben über Martha gesprochen, dass er mir helfen könnte, sie wiederzusehen. Ich habe ihm geglaubt und er bot mir seinen Friedenspfeifer an. Ich war nicht sicher, aber der Mann hat mir gesagt, dass er mir helfen würde, mich zu befreien. Ich probierte von dem seltsamen Rauch, den er mir gab, und der Mann sagte mir, ich müsse loslassen, wenn ich sie wiedersehen wolle, dass mein Geist rein sein müsse. Wir meditierten für einige Zeit. Meine Gedanken rasten währenddessen. Ein Anfall von Paranoia packte mich und ich erkannte, was der Medizinmann vorhatte. Er würde mir meine Hoffnungen auf die Zukunft nehmen, mich ein Leben in der Wildnis leben lassen. Ich wusste, dass er versucht, meine Gedanken zu vergiften und ich hätte gewettet, dass der Rauch auch eine schändliche Absicht hatte. Ich verweigerte mich, solch eine Unverschämtheit zu dulden. Ich stand auf und forderte diese Nekromanten zum Kampf heraus, aber er rührte sich nicht. Ich legte meine Hände um seinen Hals, aber noch immer rührte er sich nicht. Ich drückte, bis das Leben seinen Körper verließ und er zusammensackte. Ich ließ los und löste meine Finger von seiner Haut, als er umkippte. Ich verließ das Tipi und gab meinen Männern den Befehl, die Erde von diesen abscheulichen Wilden zu reinigen, wie Gott es mir befehlen würde. Darby tötete sogar zum ersten Mal. Ich wäre stolz auf ihn, aber er zitterte den ganzen Rest der Schlacht. Er war nur ein kleines Mädchen. Das sind schließlich nur Wilde. Okay. Das klingt nicht sehr positiv. Hat jetzt hier gerade. Ja. Das ist unglaublich. Vielleicht hatte Wortham doch keinen so schlechten Geschmack. Geschmack hin oder her, was er da gemacht hat, ne? Hier oben können wir noch rum. Und sonst, glaube ich, können wir hier gerade nichts machen. Also außer durch die Tür natürlich vorne noch gehen. Da kommen wir rum. Oh, da ist noch ein Geist. Mein armer Darby. Seine Mörder wurden nie gefunden, trotz der Bemühungen. Ich habe über seinen Tod nachgeforscht, aber etwas hat mich aufgehalten. Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, was es war. Bitte hilf mir, Elena.
Ich kann nicht ruhen, ehe sein Mörder gefunden wird. Achso, da wären wir jetzt hingekommen quasi. Okay, warum dann das Loch? Da oben ist auch nochmal ein Loch, wenn ich das richtig sehe hier. Da ist nochmal was Kleines. Und was ist das? Ergreife Besitz mit dem Tisch. Also vom Tisch, rechts, links. Ja, stellen wir mal hier hin. Da können wir auch noch hin. Was ist das? Hebel hoch, runter. Ah, okay, das ist gut. Da kommen wir nicht hin. Okay. Aber warum haben wir da zwei Löcher? Ich gehe jetzt erstmal... Ich gehe nicht erstmal eben hier unten durch die Tür. Ich gehe direkt die Treppen hoch. So. Hm. Worte, Martha und Markus. Hm. Die ganze glückliche Familie. Aber so besonders glücklich, ganz ehrlich, sehen die nicht aus. So, mit der haben wir schon gesprochen. Dort ist ein Loch im Boden. Ja, weiß ich. Geh doch einfach drüber. Geht das nicht? Hm. Was ist denn... Können wir... Aber das passt nicht. Oh! Doch, das passt. What goes up most come down, must come down. Ach so. Ja, da ist leider mein Zeichen drüber. Okay, Moment. Können wir hier hinten noch an diesen Dingen irgendwas machen? Nee, das nicht. Okay, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Weil das wird ja eine Bewandtnis haben, dass wir da drum gehen können. Der Boden hat hier nachgegeben. Ach so. Dann können wir da generell nicht... Notiz? Ach, die habe ich fast übersehen. Ich bin heute wieder blind. Ich bin einer der wenigen Verbleibenden meiner Blutlinie, die von einer Linie magischer, mächtiger Schamanen abstammen. Ich mag zwar nicht die Kräfte haben, die sie einst hatten, aber meine Verbundenheit zur Natur ist genauso stark. Es hat etwas gedauert, bis ich es bemerkt habe. Aber hier ist eine unterschwellige Energie im Spiel, die durch die Luft schwingt. Der Schleier zwischen der Ebene des Lebens und der des Todes ist dünn hier. Geister scheinen sich zwischen dem Schleier zu bewegen, wie bei einer Osmose. Es ist fast unbeschreiblich, wie ich ihre Gegenwart hier spüren kann. Ich will wissen, was das alles bedeutet. Ja, ich will auch wissen, was das hier alles bedeutet. Das Spiel macht mir gerade so richtig Spaß. Auch wenn der Spaß so ein bisschen vergangen ist, als dieser eine Typ da... Kann man die öffnen? Ja, man kann die öffnen, okay. Als dieser eine Typ da, dieses komische Monster mir da hinterhergelaufen ist, habe ich erstmal gedacht so, oh nee, jetzt wird das jetzt hier so ein Jump'n'Run oder sowas. Bewege die Kommode. Achso, okay. Und dann? Achso, dann komme ich da unten. Ah ja, okay, ich verstehe. Das konnte ich ja vorher nicht, klar. Oh, was ist das? Ergreife Besitz Trophäenzimmerschlüssel. Ist das das unten? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das heißt, den kann ich jetzt so nach oben schweben lassen. Frage ist nur, passt der da durch? Boah, so gerade, ne? So. Nächste Frage wäre, wir kommen da wahrscheinlich so erstmal nicht richtig rein, oder? Oh, was jetzt? Nein. Ach, nee, ich wollte eigentlich nicht wieder zurück. Ah, ich bin so doof. Ja, ja, ja. Ich wollte eigentlich gucken, ob da noch ein Geist ist. Aber ich habe natürlich einen Denkfehler gehabt. Wir sind ja schon der Geist. Aber irgendwas anklicken oder so können wir nicht. Wir müssen ja irgendwie dann auch in dieses Badezimmer reinkommen können, oder? Ach so, Moment. Ich dachte, den habe ich jetzt angenommen. Wow, dieser Schlüssel hat solch filigrane Details. Mhm. Ist auf jeden Fall vom Trophäenzimmer. Keine Ahnung, wo das ist. Vielleicht ist das das, was unten abgeschlossen ist. Ich weiß es nicht. Achso, ja, da war ja dieses Loch. Mal schauen. Na, geh schon. So. Ich würde sagen, ja, normalerweise müsste das ein Trophäenzimmer sein, oder? Wenn da schon so komisches Datum vorstehen. Bei Resident Evil war das doch auch so, oder nicht? Nee, die Tür ist verschlossen. Okay. Dann war es dann doch nicht die, sondern ja, irgendeine andere Tür.
Ach, wir sind hier auch noch gar nicht rechts rumgegangen, fällt mir gerade ein, ne? Schauen wir erstmal kurz. Doch, sind wir schon. Ah, ja, ja. Ja. War da eine Tür am Ende? Da war keine. Da ist nur... Ja, ich schätze mal, das soll Licht sein, was da reinfällt. Nee, gut, dann haben wir das unten auf jeden Fall schon mal komplett. Also wir haben noch nichts gemacht da unten quasi, also unten rechts. Aber wir haben jetzt hier den Schlüssel verbraucht, wenn ich das richtig sehe. Hier kann man nichts machen. Seitdem gucke ich ja immer doppelt und dreifach. Ja, das Ding habe ich jetzt gesehen. Ist hier noch irgendwas? Vase. Das waren nur die Treppen, ne? Okay. Nehmen wir mal das nächste. Heute ist ein aufregender Tag, so viel ist sicher. Ich reise mit meinem besten Freund, Warthorn Billows, in den großen, unbesiedelten Westen. Wir suchen dort unser Glück. Und ich wage zu sagen, dass wir auch viele Gefahren entgegensehen werden. Ich habe Geschichten von Biestern und Wilden gehört, die uns erwarten. Warthorn ist bloß ein sanftmütiger Mann und ihm fehlt meine Größe. Daher sehe ich es als meine Pflicht an, ihn auf unserer Reise zu beschützen. Ohne ihn weiß ich nicht, was aus meiner Familie geworden ist. Die Billows haben uns Arbeit gegeben. Aber es ist kein anderer tat. Ich fühle mich verpflichtet, ihn in Sicherheit zu wahren, egal was passiert. Ich werde seine Bürgen tragen, so gut ich kann. Okay. Schauen wir mal hier oben noch. Kommen wir da durch? Ja. Habe ich mich jetzt erschrocken? Ich dachte gerade, da kommt ein Tier auf mich zugelaufen. Och, ich dachte, es hätte was gesagt. What does the fox say? Das ist eine Errungenschaft, den anzuklicken, ehrlich? Du meine Güte. Ich habe es genossen, in die Rätsel dieses Ortes einzutauchen. Es gibt so viel zu lernen und ich meine damit nicht all die Bücher und Teile der Geschichte, die hier nur im Staub ansammeln. Nein, ich spreche von etwas ganz anderem. Als ich ein kleiner Junge war, brachte mein Großvater mir bei, mit der Natur zu kommunizieren. Dass es die spirituellste Macht sei, von der ich zu hoffen konnte, sie zu beherrschen. Damals wusste ich nicht, was er meinte. Aber indem ich meine Zeit hier verbracht habe, hat er mir die Augen geöffnet und ich erkenne die Wahrheit in den weisen Worten des alten Mannes. Ich kann in diesen Schriften gestehen, dass ich Dinge gesehen habe, die kein anderer Lebender je gesehen hat. Ich habe mich hinter die Mühsal des Irdischen gewagt und die andere Seite gefunden. Ich bin zurückgekommen, aber nicht ganz unversehrt. Ich spüre Male auf meiner Seele, aber was das bedeutet, weiß ich noch nicht. Naja, kein anderer. Ich sag mal, irgendjemand muss ihm ja sozusagen eine Anleitung gegeben haben, wie er das Ganze hinkriegt. Gehe ich mal von aus. Also muss ja schon mal irgendjemand anderes da gewesen sein. Das sieht hier irgendwie so, als ob man damit was machen könnte. Moment. Bettrahmen? Hat jemand hier oben geschlafen? Nein. Geh doch erstmal ein Stück weiter. Hallo. Ohio. Ich bin eine von Warthorns vielen Gästen. Nett, dich kennenzulernen. Ja. Was mich etwas irritiert, das ist doch ein Kerl. Emiko hört sich nach einem weiblichen Namen an. Aber das sind doch Bartstoppeln, oder? Nee, das war jetzt falsch. Ich wollte eigentlich rausgehen, aber das muss ich mit A machen. Ich bin etwas irritiert gerade. Haben wir hier unten auch noch einen Geist? Was war das? Ich habe so gerade Ding gemacht. Hier war noch was zu lesen. Aber sonst kann ich hier nichts machen. Nur lesen? Machen wir das mal. Meine Hände zittern und alles, was ich tun kann, ist, den Stift festzuhalten, während ich schreibe. Ich habe sogar ein paar Mal das Tintenfass verfehlt. Ich bin gerade von dem schönsten Abend meines Lebens nach Hause gekommen. Ich glaube, ich muss tief durchatmen. Warthorn Billows, der Bürgermeister, der reichste, einflussreichste Mann innerhalb Hunderten von Kilometern, hat mich auf einen Ausgehabend ausgeführt. Und was für ein Abend das war, ungeachtet der Geheimnistuerei.
Ich wurde noch nie so königlich behandelt. Ich konnte es zu keiner Sekunde glauben. Es war unglaublich. Wir hatten ein wahrhaftes Festmahl. Jeder Zentimeter des Tisches war voll mit Geschirr. Danach hat er mich zu einem Theaterstück eingeladen. Ich war noch nie bei einem Theaterstück. Mein Kopf dreht sich noch von dem ganzen Wein und der Aufregung. Er ist wahrscheinlich ein romantischer Gentleman, dieser Worthing Willows. Ich hoffe, ich sehe ihn bald wieder. Aber fürs Erste muss ich mich aus irgendwas kann spüren, wie mein Herz in der Brust rast. Ausruhen wahrscheinlich. Kann man denn hier wirklich gar nichts machen? Konnten wir eben nach rechts gehen? Also Bettrahmen hat sie ja eben auch schon nichts gemacht. Das irritiert mich jetzt ein wenig. Da sind wir doch durchgekommen, oder? Die ist verschlossen. Aber die Kiste konnten wir jetzt auch nicht wegbewegen. Die davor stand. Ich probiere das jetzt nochmal eben. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir die Kiste nicht wegbewegen konnten. Es wäre zwar logisch, dass wir dann da hoch könnten, um die Kiste wegzustellen. Aber da kam nichts, meine ich. Also bin ich mir sicher, dass da nichts kam. Nee. Komisch. Na gut, dann. Das war dann die rechte Seite. Da haben wir jetzt erstmal noch gar nichts mehr, wo wir noch hin können, oder? Durch diese Doppeltür, sag ich mal, da können wir nicht raus. Moment. Männerbüste? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Hier ist der nicht mit uns reden wollte, aber da können wir auch nichts anklicken. Hört sich an wie aus so einem Manga oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich frage mich, wer das sein könnte. Ja. Die Tür ist immer noch fest verschlossen. Hier gibt es nur die gepanzerte Statue. Habe ich denn hier irgendwas übersehen? Da oben liegen die Sachen drauf. So, hier war... Mit der hatte ich gesprochen, ne? Mein armer Darby, genau. Sein Mörder wurde nie gefunden und so. Ach, warum drücke ich mal die andere Taste? Da sind wir rübergegangen. Das war nur das mit der Treppe. Da können wir nicht rüber, aber da können... Hallo? Da können wir auch nicht den Vorhang irgendwie zur Seite ziehen oder so. Was? Der Boden hat nachgegeben. Dieser Ort ist nicht sehr sicher. Ja, ich weiß. Und jetzt wieder die Treppe. Es kann doch nicht sein, dass ich hier gar nichts machen kann. Na gut, das mit der Kommode ist klar. Dadurch sind wir ja dahin gekommen. Aber hier rechts ist ja auch noch ein ganzer Bereich, wo wir jetzt noch gar nicht gewesen sind im Endeffekt. Ich meine, kann natürlich sein, dass es dann mit dem Aufzug irgendwie funktioniert, aber... Kann ich auch draufdrücken, wo ich will? Die macht auch nichts. Ich gehe jetzt noch ein letztes Mal die andere Seite nochmal komplett ab. Hier kommen wir jetzt... Achso, Moment. Achso, das kann ich nicht, wenn ich auf der Treppe stehe, oder was? Da war aber jetzt nur eine Tür, ne? Da kam ich jetzt so nicht... Nee, okay. Da war auch gar keine Tür, da war auch nur die Wand. So. Och, Leute.
geht doch einfach nach links. Kann ich auch drücken, was ich will? Hier passiert gar nichts. Nee, nada. Niente. Nothing. Nischt. Hier kann ich auch nichts anklicken. Was? Ah, nee, das war wieder die Treppe. Dann gehen wir da nochmal ein letztes Mal nach oben. Ansonsten wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich hier noch machen kann. Die Tür ist verschlossen, da geht's nicht weiter. Das ist der Fuchs. Ja, ja, ich weiß. Das ist der Bär, weiß ich auch. Ich drücke hier jetzt gerade auch nur, ne? Einfach mal so rum, ob irgendwas funktioniert. Ah, Moment. Ach! Das haben wir nicht gesehen. Ah! Das ist nicht gut hier, glaube ich. Das ist doch bestimmt wieder irgend so ein Viech. So, Moment. Ja, komm, geh weiter runter. So, hier denke ich mir mal, wenn wir nichts machen können. Nee. Ja, die guckt schon so ängstlich. Ich weiß auch warum. Aber wieso konnte ich das eben nicht sehen? Ich sehe hier nur rote Augen. Kann ich nichts machen? Wahrscheinlich verfolgt mich das Vieh irgendwie, wenn ich jetzt zurückgehe oder so. Das ist aber nicht gut. So, geh da runter, Mann. Okay. Was für ein süßer Bison. Ich will ihn einfach nur mit nach Hause nehmen. Naja, Bisons sind jetzt nicht besonders süß, aber gut. Ah, eine versteckte Notiz. Die ganzen Männer, Wortham eingeschlossen, sehen mich jetzt anders an. Also es ist von Darby. Ich sehe die Verachtung auf ihren Gesichtern. Ich weiß, dass sie hinter meinen Rücken reden, mich einen Feigling nennen und schlimmere Dinge, die ich hier nicht wiederholen will. Wortham hat mir einen Job als Aufseher über die Minen gegeben. Ein besserer Job, als ich mir erhoffen kann. Es scheint, als würde sie versuchen, einen Einwanderer zusammenzufärchen. Als würden sie versuchen, alle Einwanderer zusammenzufärchen. Och, wir haben wirklich sehr spät. Ich kann schon nicht mehr lesen. Meine Augen werden müde. Es tut mir wirklich leid. Ich sehe noch immer das kleine Mädchen in meinen Träumen und der Blick auf ihr Gesicht, als ihr klar wurde, was ich tun würde. Ich sehe sie, wenn ich in die Stadt gehe. Aber sie ist es nie. Mein Verstand spielt mir Streiche. Und ich weiß nicht, wie lange ich es aushalten kann, sie zu sehen. Beunruhigt mich ungemein. Sie zu sehen beunruhigt mich ungemein. Und ich erwache schweißgebadet in den frühen Morgenstunden mit rasenden Herzen. Ich habe noch immer mein Hemd von diesem Tag und ich trage es immer unter meiner Kleidung, um mich an meine schlimmen Taten zu erinnern. Ja, ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist, aber insbesondere die Ws auch. Die Es sind auch so ein bisschen groß geschrieben, Ts. Aber ganz besonders auch das scharfe S ist immer so groß geschrieben. Ich glaube nicht, dass das was zu bedeuten hat, aber normalerweise hat das ja irgendwie so eine Geheimcode-Wirkung. So viele alte Bücher. Ich frage mich, worum es in ihnen geht. Boah, was ist das? Ein Brief von Wortham? Jeremiah, ich habe diesen Brief im Geheimen geschrieben. Ich benötige deine Hilfe, sowie deine Verschwiegenheit. Darby O'Halloran ist durch meine Hand gestorben. Sein Wahnsinn hat seinen Verstand eingenommen. Obwohl er mein bester und ältester Freund war, kann ich mich nicht um seine Leiche kümmern. Ich habe einen Raum und einen Sarg in den Katakomben, wo ich möchte, dass du seinen Körper verstaust. Ich werde dort später vorbeischauen. Ich bitte dich auch, das Grab unmarkiert zu lassen. Du bist der Einzige, dem ich diese Aufgabe anvertrauen kann, Jeremiah. Ich bitte noch einmal um deine Verschwiegenheit in dieser Angelegenheit. Wortham Willows. Okay, heißt das jetzt, wir sollen jetzt nochmal in die Katakomben zurück? Das war nur Bison, ne? Ja. Wir haben
Oh, 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 nein. Mach das weg. Oh, ich muss aber doch daran vorbei. Kann ich da irgendwas machen? Scheiße. Kann ich da einfach dran vorbeilaufen? Oh mein Gott. Wow. Itzi bitzi. Ja, ihr könnt mich mal. Ah, das war widerlich. Achso, dadurch sind wir gekommen. So, achso, was ich eben gucken wollte. Moment. Die Schaufel habe ich noch und den Brief von Jeremiah. Wieso haben wir den jetzt im Inventar? Sollen wir den dazulegen irgendwie, oder? Ich weiß es nicht. Boah, das war jetzt gerade irgendwie so richtig alienmäßig. Was wäre jetzt passiert, wenn ich dem Viech jetzt voll reingelaufen wäre? Wäre ich dann gestorben oder was? Kann man hierbei überhaupt sterben? Ich gehe mal davon aus, ne? Aber wir können hier immer noch nicht rein, ne? Er will mich ja auch nicht hier vorbeilassen. Andererseits, wir haben jetzt einen Brief gefunden. Aber das wird uns nicht helfen, denke ich mal, oder? Doch! Was ist das, was du mir gebracht hast? Nein, nein. Das sind Lügen, sag ich dir. Lügen. Wortham würde das nicht tun. Du versuchst nur, unsere Beziehung zu vergiften. Vergiften? Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass wir Scotch getrunken haben. Aber das spielt keine Rolle. Warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Verschwinde, kleines Mädchen. Lass mich allein. Meine Frau Claire ist Babysitterin. Geh und nerve die Mädel. Kann aber immer noch nicht dadurch. Vielleicht müssen wir jetzt mit der Frau reden. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber wir wissen jetzt zumindest schon mal, wer der Mörder von ihm ist. Ja, und theoretischerweise wissen wir jetzt auch, dass seine Leiche irgendwo tief in den Katakomben, glaube ich, war das, vergraben wurde. Das haben wir immer noch drin. Ich schätze, wir müssen noch mal mit der Frau reden. Aber ich würde sagen, dass wir hier erstmal eben einen kleinen Cut machen. Und ja, dass wir dann in der nächsten Folge mal schauen, ob wir mit der Frau reden können. Entweder geht es dann hier unten weiter. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir ihm das zeigen können, nach dem Motto, das ist der Mörder. Lass mich bitte da durch. Ging leider nicht. Aber ja, wir versuchen es nochmal bei der Frau. Und ansonsten, vielleicht meinen ja auch die Katakomben, wo ich nicht mehr hin zurück wollte. Ich bin mir nicht sicher. Ja, erstmal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.